Hi, meine Freunde, stellt euch vor, ihr seid bei so einer Tagestour, wandert ein bisschen rum und ihr kommt nicht mehr nach Hause, weil die Zeit läuft einfach ab. Ihr müsst jetzt irgendwie draußen übernachten und ich zeige euch, wie man das macht. Ich baue einen Tarp dann und ich zeige euch, was für eine Ausrüstung ich dabei habe. Kommt mit, es wird spaßig. Ich muss mich beeilen, es wird dunkel. Ich habe, glaube ich, 2-3 Stunden nur. Ich zeige euch, was ich jetzt dabei habe. Ne? Für die Tasche hat jeder dabei. Dann mein Tarp, den nutze ich jetzt aber nicht für mich. Das ist jetzt für die Kamera, dass sie regengeschützt ist. Wasser, ungefähr 3 Liter. Eine Gurke habe ich dabei. Ich habe noch ein bisschen Suppe dabei. Riegeln habe ich auch noch dabei. Bohnen zum Essen. Man muss ja auch die Bohnen ja kochen. Du kannst Tee rausmachen. Hier weg, ne? Waldmeister, voll geil. Dann ein Pullover, wenn es mir kalt wird, wenn ich wandere. Ihr werdet ja übernachten hier, dass wir Licht haben. Hier habe ich auch noch was Schönes. Ein schönes Messer. Das hat man immer dabei. Ein bisschen Minzöl, das habe ich auch immer dabei, weil es tut einfach gut, beim Wandern ein bisschen Erfrischung zu haben. Bananen habe ich dabei. Toilettenpapier. Toilettenpapier ist ganz wichtig. Nüsse. Powerbank für das Handy. Das war's. Und jetzt geht es erstmal zum Zelter. Was genau machst du jetzt? Ich habe vor, einen schrägen Dach zu bauen. Mit dem schrägen Dach hier habe ich eine gute Möglichkeit, dass das Wasser nach unten läuft, weil es regnet die ganze Zeit. Jetzt geht es gerade. Ich habe die Chance, jetzt aufzubauen. Und hier ist offen. Ne? Ah, okay. Und da kann ich jetzt rausschauen. Und hier drinnen, bei dem schrägen Stöcker, schlafe ich jetzt dann. Haben wir mein Messer dabei und mit dem Messer schneide ich das jetzt durch. Ich schneide diesen dicken, fetten Ding durch, weil ich kann den nicht durchbrechen. Vielleicht kriege ich den so durch. Ah ja, ich höre einen Knacken. Ich habe eine bessere Idee. Oh, oh. Nein, was ist das denn? Micha wurde langsam wahnsinnig. Er hatte es nicht einmal geschafft, sich ein Haus zu bauen. Ja, sag Bescheid, wenn es erfolgreicher wird, ne? Ich fange jetzt schon damit ein bisschen mit an. Alles so kleine Stöcke reinstapeln und dann immer kleiner und dann noch die Blätter schön drauf. Der Baum hat sich verletzt. Schade. Ich muss schon weitere Wege gehen. Grundbase ist jetzt fertig. Jetzt packe ich ganz viele kleine Stöcker, was auf dem Boden liegen. Ich bin voll erschöpft. Kommt der nächste Schritt. Und jetzt ein paar Mal noch. Schau mal, was ich gefunden habe. Steine. Was auch immer ich damit mache. Überlegt. Aber so aus Spaß, so eine Grenze dazu bauen. Bessere Idee. Mit den Steinen
mache ich so einen Kreis und da packe ich den Trang ja drauf. Wo willst du da denn schlafen? Ich leg mich dann hier so schön rein. Hier sind meine Füße. Ah, okay. Da ist mein Kopf. Perfekt. Okay, und jetzt kommen die Blätter drauf. Das ist auch nochmal ein Akt. Danke, dass du wieder mitmachst. Ohne die Kamerafrau würde das gar nicht möglich sein, das aufzunehmen. Deswegen schreib mal in die Kommentare. Dankeschön, Kamerafrau. Hi. Ich habe mir schon mein ganzes Essen so in eine Ecke gelegt. Mein Schlafsack schon aufgebaut. Und dann, Micha denkt sich so, willst du mich verarschen? Ich liege gleich hier unter so einem Biberbau. Alles nass. Wir müssen immer gucken, dass ihr genug Laub dabei habt, weil das ist wirklich ein guter Regenauffanger, sage ich mal. Ne? Und deswegen macht man genug Stöcke dazwischen, weil dann passt genau das. Boah, das sieht schon gut aus. Schon ein richtiger Berg geworden. Und wie heißt dein Haus? Haus? Hm? Boah, wie mein Haus heißt. Ich glaube, ich nenne ihn Alm. Alm? Alm. Das ist meine Alm. Okay. Ein bisschen einstürzen dann auch. Und selber da schlafen. Genau. Das ist das Ein-Sterne-Hotel. Genau. Kostenlose Übernachtung. Die Alm, wenn ihr mal, wie ihr wirklich hier nicht mal wegkommt. Stimmt. Könnt ihr halt, ne? Dahin. Kommt. Heute in Minecraft. Ich muss schnell ein Holzhaus bauen. Und es ist schon, glaube ich, ein Creeper da hinten und ein Zombie. Schnell. Zombies kommen. Ah! Das Skelett. Ja, was schießt einer? Penner! Das Skelett ist tot, wow! Und wie langweilig ist ihn auf einer Skala von 1 bis 10? Oh, ehrlich gesagt? Gar nicht. 1 von 10? Es macht mir gerade richtig Spaß, hier ein Shelter zu bauen, euch mitzunehmen auf der Reise. Du bist auch noch dabei. Besser geht's gar nicht. Ich guck mal nochmal, wie das von innen aussieht. Ja. Ist schon relativ dunkel da drunter. Ja, ne? Mhm. Boah. Oh, schaut mal. Ich hab hier Rinde gefunden. Das ist noch besser. Kann man richtig gut Dächer bauen. Sehr gut. Das nehme ich auf jeden Fall mit. Weil es wird auf jeden Fall heute Nacht regnen. Das habe ich im Gefühl. Ach, hier ist dein Rindenlager. Ja, das ist mein Rindenlager. Hier mache ich jetzt auch gleich zu. Weil da ist mein Kopf. Und dass der nicht nass wird. Und da packe ich schön diese schönen Dinger drauf. Erst Blätter, dann die Rinde. Es wird dunkel. Wie schön das. Das sieht einfach aus, als wären wir in so einem Zombie-Überlebenslager. Stell dir mal vor, wir haben hier öfter mal ein Projekt und lassen das hier stehen, bauen da mal was hin, da. Kannst du hier mit 3-4 Leuten was starten. Ich glaube, schreib mal in den Kommentaren, ob ich das machen soll. Soll mal.
Wir können hier noch was richtig Cooles bauen. Wir haben einen Tisch in der Mitte und da noch einen Tarp, wo das Zelt steht. Und dann können wir mit 3-4 Leuten mal hier übernachten. So, und jetzt baue ich mein Bett. Ich packe hier ganz viele Blätter rein, dass ich schön schlafen kann. Und dann noch mein Poncho drauf. Das wird dann mein Regenschutz. Ich hoffe, dass es nicht nass wird. So eine riesen Spitze da. Kein Bock da nachts rauf zu reinzulaufen, wenn ich auf Klo bin. So, und jetzt gucken wir nochmal die Rinde hier schon drauf. Deswegen immer wichtig, wenn ihr so Rinde findet, auf dem Boden am besten, nehmt es mit. Packt das schön auf euer Shelter, dann seid ihr auf jeden Fall viel sicherer, als nur Blätter zu nehmen. Und ihr könnt dann danach immer noch Blätter drauf machen. Das ist halt Hammer. So, richtig schöne Mauer, wenn ihr das noch seht. Ja. Weil es wird schon dunkel. Hammer. Okay, Kamera muss jetzt weg. Es fängt an zu regnen. Schönste ist bei so einem Cape hier, ihr könnt es für Regen benutzen und ihr könnt ein Tarp rausbauen. Ihr müsst nur am Ende hier einfach ein Seil ranmachen, in den ganzen Ecken, dann könnt ihr das aufhängen. Aber ich nutze das jetzt für meinen Schlafplatz. So werde ich dann schlafen. Voll geil. Auch sehr kuschelig, kein Stock, kein Stein. Oh. Was machen Sie hier? Ich baue jetzt erstmal den Drang hier auf. Schaut mal, wie cool das aussieht mit den Steinen. Ah, das ist irgendwie, ja, irgendwie mag ich das voll. Mhm. So, dann noch das hier drauf. Und es gibt Essen. Bohnen mit Erbsen und Möhren. Oh. Tagesausflug. Ich esse nur Bohnen. So, das Coolste ist, deswegen habe ich das dabei. Ah, stimmt. Mein Minzöl. Wenn die Mücken zu stark sind. Überall. Dass sie gar keinen Bock mehr auf mich haben. Darf ich auch mal gleich was davon? Ja, gerne. So, mal gucken, ob noch Mücken gleich kommen. So, das Essen ist fertig. Ja, ich habe wirklich Hunger. Fängt jetzt schon an kalt zu werden. Ich merke schon, ich habe doch ein bisschen gefuscht. Unten bei mir ist zu wenig Blätter. Es muss viel höher sein, weil es kühlt mich aus. Aber egal, passt schon jetzt. Ich habe keine Lust mehr, ich habe Hunger. Mais und Möhren. Ich werde euch berichten, wie die Nacht ist, wenn es dunkel ist. Ich habe hier noch so eine Lampe. Da leuchte ich dann und ich hoffe, dass ihr noch was sehen könnt. Mal gucken, wie oft ich wach werde jetzt in der Nacht, weil es wird jetzt kalt. Wenn ich Glück habe, regnet es doch nicht. Aber ja, mal schauen. Ne? So, jetzt kommt Buchtime. Ich will hier nicht schummeln. Ich sitze hier draußen und sie sitzt schön drinnen und die liest dann jetzt ein bisschen was vor. Mein Platz schön draußen. In dem Buch sind immer so kleine Blumen drin, so ein bisschen wie bei Hector. Ah, stimmt. Und dann sind da nochmal die Weisheiten als Sätze markiert. Ich fange einfach mal mit, okay, mit der ersten auf der Seite an. Mhm. Unsere Hauptaufgabe ist nicht zu sehen, was in vager Ferne liegt, sondern nur das zu tun, was das Nächstliegende ist. Passt ja eigentlich gerade, ne? Man hat keine andere Möglichkeit, abzuhauen hier im Wald und ja, man muss das nutzen, was man hat und jetzt steht da ein Zelt. Mhm. Oder ein Shelter, schon cool. Oder so, ich denke nicht darüber nach, ob ich jetzt heute Nacht erfriere, sondern ich mache jetzt erstmal Essen und dann gucke ich weiter. Das ist schön, ja. Was war dann also das Geheimnis seines Erfolgs? Er erklärte, er habe
ihn ein Leben zu verdanken, das er in Tageseinheiten gelebt habe. Was meint er damit? Ein paar Monate vor seiner Ansprache in Yale war Sir William Osler mit einem großen Ozeandampfer über den Atlantik gefahren. Der Kapitän auf der Brücke konnte auf einen Knopf drücken. Man hörte Maschinen rattern. Und sofort waren die verschiedenen Teile des Schiffes hermetisch voneinander abgeschlossen. In wasserdichte Abteilung. Nun ist jeder von ihnen aber eine noch weit erstaunlichere Schöpfung als dieser Ozeandampfer, sagte Dr. Osler zu jenen Yale-Studenten und auf einer viel längeren Reise unterwegs. Ich habe daher die dringende Bitte an Sie, die Beherrschung dieses Mechanismus zu lernen, das heißt, in Tageseinheiten zu leben, weil dies die beste Methode ist, sicher zu reisen. Das ist schön. Gehen Sie auf die Brücke und sorgen Sie dafür, dass wenigstens die wichtigsten Schotten richtig schließen. Drücken Sie auf den Knopf und hören Sie, wie auf jeder Ebene Ihres Lebens die eisernen Türen der Vergangenheit abschließen. Das tote Gestern. Drücken Sie auf einen anderen Knopf und verriegeln Sie mit einem eisernen Vorhang die Zukunft. Das ungeborene Morgen. Dann sind Sie sicher. Für heute sicher. Schließen Sie die Vergangenheit weg. Lassen Sie die tote Vergangenheit Ihre Toten begraben. Denken Sie nicht mehr an das Gestern, das Dummköpfen, den Weg allen Staubes wies. Wenn die Bürde von morgen mit der von gestern heute getragen werden muss, wankt auch der Stärkste. Verbannen Sie auch die Zukunft aus Ihrem Leben, so endgültig wie die Vergangenheit. Die Zukunft ist heute, es gibt kein Morgen. Der Rettungsanker ist das Heute. Energieverschwendung, Depressionen, nervöse Ängste bedrängen den Menschen, der sich um seine Zukunft Sorgen macht. Schließen Sie also die Schotten vorn und achtern und gewöhnen Sie sich an, Ihr Leben in Tageseinheiten zu planen. Erinnert mich ein bisschen an das Buch von Eckhart Tolle. Da erzählt er auch richtig schön darüber. So, jetzt zu sein, weil nur das hat man gerade und man hat gar nicht die Zukunft und nicht die Vergangenheit. Dass man einfach das, was man hat, einfach wertschätzt, weil genau das ist das Wertvollste, was wir eigentlich im Leben haben. Das jetzige Moment. Nicht deine Zukunft ist wertvoller, nicht deine Vergangenheit, nur das, was du jetzt gerade besitzt. Und das ist halt dein Leben, was jetzt gerade ist. Ja, hier geht es, glaube ich, generell auch, also der hat vorne so ein Vorwort gehabt, wo er erklärt hat, warum er dieses Buch geschrieben hat. Und dann hat er auch gesagt, dass sich halt die meisten Menschen zu viele Sorgen machen, um zu leben. Also das jetzt, und dann geht es halt darum, ne, die Kunst ohne Angst zu leben. Ich weiß nicht, ob ihr uns hier seht, weil es ist schon sehr dunkel. Die Lesestunde ist vorbei. Es war schön. Sehr, sehr schöne Worte vom Buch. Dankeschön. Ja, und jetzt wird es dunkel. Gleich ist Schlafenszeit. Ich gehe jetzt zu meinem Shelter wieder. So, während Michael jetzt da hinten schläft, habe ich hier mein gemütliches Zelt mit fettem Schlafsack. Ja, ist schon ein bisschen zu dunkel. Aber hier ist mein ganzes Futter. Michael darf nur das essen, was er in seinem Rucksack hatte. Ja, nach draußen kann man auch nicht mehr so viel sehen. So, ich liege jetzt hier in meinem kuscheligen Schlafsack. Und Michael liegt da hinten in seinem Shelter. Mal gucken, wie er die Nacht übersteht. Gute Nacht, Micha. Gute Nacht, Mercedes. So, ich bin jetzt hier im Shelter. Mir ist mir eine gute Idee eingefallen. Boah, man sieht mich schon so schlecht. Ja, es ist schon sehr dunkel. Okay, ich habe meine Tasche jetzt leer gemacht. Und ich nutze jetzt meine Tasche. Ich kriege da jetzt einfach rein. Und dann habe ich auch eigentlich einen kleinen Schlafsack eigentlich. Das ist mir aufgefallen. Hey, ich kann meine Tasche ausräumen und da einfach drinnen schlafen. Das zeige ich euch mal. Ob man das sehen kann, weiß ich gar nicht. Aber es ist schon voll dunkel. Hier ist das untere Teil von der Tasche. Da gucken dann meine Füße raus. Hier ist das mittlere Bereich von der Tasche. Das sieht man ja ein bisschen. So kann man besser sehen. Da ist dann mein Körper drin, mein Oberkörper und ein bisschen Beine. Und hier guckt mein Kopf dann raus. Und da sind die ganzen Sachen, die liegen hier. Ja, okay. Mal gucken, ob das klappt. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinpasse. So, es hat jetzt nicht so gut geklappt. Aber, guck mal, hier passen meine Füße rein. Meine Oberschenkel und meine Unterschenkel, Unterbeine sind jetzt gewärmt. Schuhlastig an für die, ne, warme Füße wichtig. So sieht das aus.
Da ist der Schlafsack mit meinen Füßen und hier bin ich. Na und hier ist mein Shelter. Meine Füße. Ist auf jeden Fall, diese Seite ist wirklich sehr warm. Von außen hier ist sehr kalt, aber ist gar nicht so schlimm, finde ich. Ich habe hier noch mein Feuer an. Das wärmt mich noch ein bisschen. So, ich wünsche auf jeden Fall erstmal eine gute Nacht. Ich möchte gerne was mal mit euch teilen. Ist schon sehr interessant. Ich habe da gerade drüber nachgedacht, so in der Dunkelheit. Es ist schon merkwürdig, dass wir uns so stark abgewöhnt haben. Fällt gerade was runter. Abgewöhnt haben, uns im Wald wohlzufühlen. Ich liege hier so und denke so, mein Wohlgefühl ist so im Keller. Man fühlt sich gar nicht wohl. Schon komisch, ne, dass man so in der Stadt mit Betonhäusern sich besser wohlfühlt als hier schon im Wald mit der frischen Luft und mit den Eulen, die einfach schöne Geräusche machen. Ist schon so eine Sache, wie man das so abgewöhnt haben hat, das Waldleben, dass es einfach komplett fremd ist für uns, dass wir das eigentlich gar nicht kennen mehr. Ne? Dass wir das halt gar nicht kennen, so zu schlafen im Wald. Ich mache erstmal wieder einen Cut. Bis gleich. So, ich bin's wieder. Ich wollte euch mal gerne mal zeigen. Wir haben jetzt 16 Grad. Wir haben Mittwoch und 23.42 Uhr. Gucken, wie kalt es noch wird. Achso, Niederschlag. Zeige ich euch mal. Jetzt gerade 50% Chance, dass es regnet. Aber es macht schon Spaß, muss ich sagen. Das macht schon Spaß. So zu versuchen und auszuprobieren, ob man das wirklich schafft, einfach so mit einem Shelter. Und klar schafft man das, aber ja, wenn man sich schon daran trainiert, ist das schon irgendwie voll gut, weil das ist schon mental schon ein bisschen anstrengend. Da hinten in der Ecke, du wirst nass, es ist dunkel, du hörst überall Geräusche im Wald. Ja, man muss sich auf jeden Fall schon dran gewöhnen. Es ist halt auch echt dunkel, ne? Dankeschön. Fällt nicht zu nass? Nee, ich hoffe mal. Jetzt gerade geht's, Hose ist ein bisschen nass unten, hier ein bisschen auch bei den Oberschenkeln, aber jetzt gerade sieht's gut aus, Füße kühlen ein bisschen ab, weil die Schuhe nass sind, aber es geht gerade mit der Tasche auch voll gut in der Tasche, einfach so ein bisschen rein kuscheln, das tut richtig gut. Auf jeden Fall eine gute Idee. Okay, tschüss. Wir haben schon gleich 0 Uhr, das heißt 5,5 Stunden oder 6. Okay. Nochmal ein Bericht, wie es jetzt gerade aussieht. Wir haben 16 Grad und wir haben 2 Uhr. Es hat jetzt 2,5 Stunden durchgeregnet. Ich habe noch keinen Tropfen abbekommen. Das Shelter ist wirklich so gut. Es hält, ich habe es nicht gedacht, ein bisschen Blätter ist auf jeden Fall eine gute Sache. Wie es jetzt noch weitergeht. Das geht ja jetzt noch mal ein paar Stunden noch durch die Nacht. Und Regen ist um 3 Uhr auch wieder angesagt. Na gut, 2 Uhr, mal gucken, wie lange es weitergeht. Ja, schon wie gesagt, 2 Uhr nachts haben wir jetzt. Schaut mal, ich muss mich jetzt schon mit dem Boden hier so einwickeln, dass ich geschützt bin. Und hier sieht man es, ich bin hier in der Tasche drin. Richtig schön warm, wirklich. Ja, guck mal, hier. Schön warm. Ja. Könnte eigentlich hier rauspinkeln. Aber nein. Aber ist schon praktisch. Ja, aber hier so windgeschützt ist wirklich sehr gut. Aber es kommt dann ja nichts durch. Okay, ich gehe wieder rüber, bevor es anfängt, soll es regnen. Okay. 2 Uhr. Check. Oh. Vor allen Dingen, ich freue mich den Arsch ab. Ich bin 2 Minuten draußen. Er liegt schon die ganze Nacht da draußen. Oh, zurück in die Wärme. So, kleines Cameraman-Cameraman-Update. Ich leg mich jetzt auch wieder hin. Ich freue mich schon richtig darauf, wenn es hell wird.
Und ich drück mich an die Daumen. Bin auch richtig müde, bin ich auch noch gar nicht geschlafen. Wegen dem Wind. Ich denke die ganze Zeit. Ich denke die ganze Zeit, wenn ich wach bin, kann ich halt schnell rausspringen, wenn ein Baum fällt. Aber erstes Mal sieht man hier drin eh nicht, ob was fällt. Und wenn du es hörst, ist es eh schon spät. Also könnte ich eigentlich auch einfach schlafen. Aber irgendwie ist mein Körper die ganze Zeit in der Alarmbereitschaft, falls irgendwie doch was passiert. Und manchmal fallen halt so kleine Dinge auf mein Zelt. Es ist nicht viel, aber es ist einfach sehr stürmisch. Und ja, Micha macht halt manchmal auch seine Videos drüben und dann leuchtet das Licht hier rüber. Ich glaube, bin ich auch immer wach. Mein Körper ist halt sehr bei jeder Kleinigkeit oder wenn eine Maus draußen rumwühlt oder so, bin ich halt, selbst wenn ich so kurz davor bin, einschlafen, wieder wach. Aber ich habe ja hier alles, mein Schlafsack, mein Zelt. Deswegen, das ist jetzt kein Meckern, das ist nur ein kleines Update. Und ich bin wirklich froh, dass ich hier bin mit meinem Schlafsack, weil es ist wirklich kalt draußen. Ich war einmal kurz bei Micha und ich habe so gefroren. Das wird mir... Toi, toi, toi. Ich drücke ihm die Daumen. So, es sieht bei mir jetzt so aus. Ich habe den ersten Regentropfen jetzt gespürt. Man sieht mich ja so schlecht wieder. Ja, man spürt jetzt den ersten Regentropfen hier. Es geht hier irgendwie durch jetzt doch. Aber wenn das nur einer bleibt, ist das ja gar nicht so schlimm. Aber es regnet halt schon wieder. Wir haben 4.13 Uhr. Ja, die Nacht ist bald vorbei. Ich habe noch gar kein Auge zugemacht. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher. Ich habe so ein Gefühl, dass ich doch 10 Minuten eingepennt bin. Ich weiß es halt nicht, keine Ahnung. Ich liege hier zu lange rum. Habe jetzt auch eine neue Idee. Ich habe meine Unterlage verändert. Ich habe jetzt hier meine Tasche hingepackt. Und ich liege jetzt auf dieser Tasche und kühle halt nicht von unten aus. Mehr habe ich, glaube ich, nicht zu sagen. Ich freue mich schon, dass die Nacht vorbei ist. Und schön, dass ihr immer noch dran bleibt und das einfach mitverfolgt. Das freut mich voll, weil das unterstützt mich halt, dass Leute das Video komplett durch angucken. Ey, ich habe einfach Bock, mal auf YouTube was zu machen, euch das zu teilen. Und ihr hört gerade, es fängt gerade richtig an zu regnen. Ach Mann. Ich freue mich schon, das Video hochzuladen. Good night! Und so hält mich jetzt nicht warm. Es ist kalt, erstmal ein bisschen warm machen. Den Körper. Es wird hell. Bald geschafft. Ja. Oh, es wird auch gerade richtig neblig. Ich glaube, man sieht es sogar auf der Kamera. Ja. Es wird jetzt langsam hell. Ich guck mal nach Micha, wie es bei ihm so gelaufen ist. Aber erst muss ich einmal meine Schuhe anziehen. Okay, los geht's. So, Kameraschutz. Das hier war mein Schlafplatz. Sollte ich vielleicht gleich mal zumachen, damit es nicht nass wird. Das nicht so ganz gehalten wird. War ja auch nur für die Kamera. So. Und da ist der Micha. Guten Morgen. Hallo, meine Freunde. Ich hab's überlebt. Tag ist vorbei, endlich! Ja, wie war's? Hat das euch Spaß gemacht? Schön am keine Ahnung, wo ihr sitzt, schön das Video anzugucken. Ja, ne? Mir hat es auch richtig Spaß gemacht, euch das Video zu machen. Ja, was soll man sagen? Es fängt an wieder zu regnen, wunderschön. Ja. Schön, ne? Schön. Wie sieht's jetzt aus? Tasche kriegt Schnapp. Ich habe auch wirklich gut geholfen. War wirklich eine geile Idee, auf der Tasche zu schlafen. Ne, ich habe noch alles rausgeholt. Tranja-Tasche, ne, Regentape für die Jacke, für die Tasche, die auch noch von Tranja. Und da habe ich wieder was draufgelegt.
Aber ja. Jetzt noch ein bisschen Feedback über das hier, was ich gemacht habe. Der Shelter an sich, so wie ich das gebaut habe, ist von 1 bis 10, sage ich mal, für eine 5. Weil du hast diese Seite hier, die wirklich sehr schön. Du hast ein Dach, ne? So ein Halbdach. Das gibt dir Windschutz, Regenschutz. Aber die Seite, die offen ist, du kühlst einfach aus. Du kühlst einfach aus, muss man ehrlich sein. Es ist einfach kalt, der Regen kommt rein. Aber am Ende habe ich so gut dort drinnen geschlafen, sage ich mal. Und wenn man jetzt sich jetzt vorstellt, wenn ich jetzt gar nichts davon gebaut hätte, würde ich jetzt irgendwo hier rum. Deswegen eigentlich macht das schon Sinn, wenn man wirklich nicht aus dem Wald wegkommt, so in so einen Tarp zu bauen, wenn man Zeit hat, wieder noch richtig zubauen noch. Kann ich euch mal vielleicht auch noch ein Video machen, vielleicht wie man das richtig zumachen kann. Aber für das Video und für das Projekt war es vorbei, zu Ende das Video. Ich höre auf, wir fahren jetzt gleich nach Hause. Tschüssi! Yeah. Jetzt noch ein kleiner Outtake für euch. Und nicht vergessen, abonniert, verteilt das Video, unterstützt mich, das wäre super. Dann gibt es auch mehr von diesen ganzen Videos. Aber jetzt erstmal die Outtakes. Spaß. Kann man schon überleben. Ja. Klar, aber man kann auf jeden Fall hier durch. Jetzt kommt ein Baum. Er will der allerbeste sein, kein Haufen und Wahr. Ganz allein schnappt er sich die Stöcker aus dem Wald. Dort aus dem Dunkel. Läuft, baut gerade das Tag für die Kamera auf. Kamera hat heute den besten Schlafplatz als du, ne? Ja, aber du kannst mal deinen Schlafplatz. Ach so, ja, mein Schlafplatz. Oh, mein Schlafplatz. Da kommt gleich noch eine Lichterkette vorne dran. Und Michas Schlafplatz wird ungefähr so, was da gerade so ist, in Gegensicht.